einem weiteren Part Total War Rome 2 Online Battles, ja Leute. Und wir spielen heute ein 3 gegen 3 gegen Random Bobbys mit Nils und Clemens. Sagt hallo! Gesundheit. So Leute. Und wir spielen natürlich dreimal Rom, aber nicht die Noob-Taktik, denn wir spielen alle drei eine Triaria-Linie von 6 Einheiten, das heißt wir haben insgesamt 18 Mal Triarii mit. Genau. Das wird ein Spaß. Genau. Weil Triaria Pilas haben. Also, Nils, ich weiß nicht, was du vorhast, ne? Ja. Du willst mit Hastati Meachill spielen, dann mit die Triarii reingehen und dann mit Leves reinschießen? Ja. Versteh ich das richtig? Warum schießt du nicht gleich mit den Hastati rein? Das klingt kompliziert, das klingt sehr kompliziert. Weil ich... Sorry. Ja, du siehst es genau richtig. Hä? Du siehst doch, wie die Einheiten sich doch jetzt schön alle wegstellen. Ja, aber du hattest es vor anders. Nein. Okay. Und ich bin wieder der Einzige, der ohne Fernkämpfer spielt. Dafür habe ich an der Flanke viermal Prinkaps. Jesus. Du musst das J wie ein Jesus. Du musst dich rauswirken. Also ich werde die linke Flanke mit meiner Skirmkraft overpowern, Alter. Ich brauche keine Unterstützung von euch. Ich werde die da einfach durchrunnen. Oh, Clemens, du spielst nicht dreimal Numbile Schade. Doch. Auxiliarkavallerie. Wir gedenken an Niklas Reudig. Oh, nee. Hallo? Bitte für Assembly? Nee. Warum geht der sechste Spieler nicht parat? Weil der sechste Spieler gerade seine Einheiten ordentlich aufstellen muss. Oh, Mann! Der weiß nicht, was ein Gefecht starten kann. Der kennt das nicht. Jetzt hat er es. Er wartet doch, bis die Götter in mein Zeichen sind. LOL, der hat auch Speerträger in seiner ersten Linie. What the fuck? Schau dich den Izena an. Oh, LOL, schau dir mal den Tylus-Typen an. Oh ja, ich kann gegen den einen Typen spielen, der. Wow. Schaut euch den Römer an. Macht er die Box? Der macht die Box! Jungs, ihr müsst den Römer. Fokus den Römer. Oder, Alter, Leute, schaut euch die Linie des Römers an. Ja, Spaß, gell? Veteran, Evokat, ja! Es geht auch vergessen, die Regeln anzusagen. Doch, ich hab die Regeln gesagt. Ja, er hat doch nicht Sex, als diese, mehr als das alleine. Ja, Whisky soll mir vor. Okay, Whisky rückt schon vor, ohne uns was zu sagen. Danke, Whisky. Ja, ich rück auch gerne vor. Ja, ich weiß, aber man kann doch, miteinander reden, oder? Wir sind doch kein Ehepaar, das nicht mehr miteinander redet oder so. Nee. Clemens, wie kommst du auf die Idee, dass Ehepaare nicht mehr miteinander reden? Ja, manchmal so. Willst du mich heiraten? Ja! Nein. Okay, dann reden wir jetzt nicht mehr miteinander. Perfekt, Clemens. Das ist ein Leben. Nee, ich will nur deine Infanterie haben, Whisky. Was? Ich geb's zu. Ich hab dich nie. Ja, nur deine Triarii haben. Ich wollte immer nur deine scheiß Triarii haben. Ja, denn wenn wir entscheiden lassen, dann wird natürlich vor Gericht unsere Triarii aufgeteilt. Ich hab das vorgerecht für die Triarii. Nein, nimm mir nicht meine Triarii. Du kannst die ganze Legion haben, aber nicht die Triarii. Okay, das wird jetzt langsam ein bisschen räudig. Wie stellt der Tylus-Typ sich auf? Nils, machst du gerne. Das ist ein wichtiger Teil. Für Steinschleuder. Okay, Entschuldigung, dann werde ich dich nicht wieder in Frage stellen. Wer ist eigentlich Kaiser? Ich bin ja, Kaiser, ich war schon immer Kaiser. Wir müssen erstmal einen Bürgerkrieg machen, bevor wir unsere Gegner angreifen können, oder? Okay. Genau. Erstmal uns selbst abschlachten. Wir können aber auch so machen, dass wir uns erst zu den einen Römer da verbünden und uns dann gegenseitig abschlachten. Hey. Ja, das passt doch. Oh, er hat Steinschleuder, diese kleine dreckige. Nutte. Freundliche. Ja, und jetzt in Chat schreiben so, ihr seid nur Steinschleuderer. Das ist Cheaten, Alter. Das ist doch voll OP. Genau, die können kämpfen ohne Nahkampf. Die haben irgendwo so versteckt. Ja, die können kämpfen ohne Nahkampf. Voll OP. Kavallerie. Ja, genau, jetzt stellt er seine scheiß Speerträger. Er hat viermal Speerträger. Ja. Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht so, was der Tylus-Typ davor hat, weil der macht ja die extreme Lücke auf. Ich renne dann jetzt einfach mit meiner Auxiliarkraft durch, okay? Ja. Boah, ich hab's so Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen am rumüberlegen, wie ich durch die Linie durchkommen soll. Oder wie ich zumindest meine Linie halten kann. Halten kann? Ja, ist halt echt so, ich bin gerade ein bisschen Will halt schon, dass meine
Ich will eigentlich nicht, ich will so nicht angreifen eigentlich. Ich greife über die Flanke an. Ich fang keinen Linienkampf mit diesem Idioten an. Nils, du musst mal ein bisschen. Aber die Triari müssen kämpfen. Ja, okay, aber. Beschwer dich für Whisky. Whisky, bleib mal stehen, verdammt doch mal. Ich muss mich eh gerade umformieren, Alter. Jetzt bleib stehen oder ich bin Stress. Lücke aufmachen, ich formiere mich gerade um, Junge. Ja, trotzdem musst du hier diese riesen Lücke nicht aufmachen. Ja, ich schick da gerade Einheiten rüber. Ja, siehst du? Ja, diese Lücke musst du auch schließen. Ja, Junge, ich schick da gerade Einheiten. Da kommt zweimal Brinkcaps. Alter, Nils. Und diese dort unten. Bitte uns. Willst du bannen? Nein. Willst du bannen, Digga? Ja. Jetzt schickt er seine Kraft da auch noch rüber. Und Nils hat natürlich so viel Kraft, mit der er mich unterstützen kann. Ja. Nils, schick mal deine riesigen Kaffreserven zu mir rüber. Okay, hier. Meine Gartestruppe. Ja, wir haben leider vergessen, die Kaff rechtzeitig zu liefern. Ey, das sind 40, Mann, ja? Ja, okay. Ja, Amazon Prime war nicht schnell genug. Die sind ja viel stärker zu sein. Kein Whisky. Alter, hast du gerade 10 Mann der Veteranenkavallerie mit einer Salve gekillt? Ja. Clemens? Hallo? Extended Assembly, hallo? Du? Darf ich jetzt angreifen? Bitte? Whisky, du musst einfach ein bisschen Geduld haben. Jetzt lass doch, warte doch einfach mal eine Sekunde. Aber okay? Er hat doch Fernkämpfer. Ja, gut, dann greif halt an, mein Gott. Aber nur weil heute. Nur weil heute Dienstag ist. Ja, nein, heute ist Dienstag. Erlaube ich dir nur Dienstag, Whisky, aber bin heute mal großzügig. Nein, Legatus, du bleibst dahin. Ich rück auch noch etwas vor. Jetzt schickt er seine hässliche. Also ich sag mal so, ich werde den Römer selbst nicht angreifen, er muss mich schon auch mit angreifen. Weil, sonst kann ich einfach den Ikener einfach in den Rücken. Och Mann, Alter, immer diese random. Immer diese random Bobby. Die Performance von denen ist auch random, habe ich das Gefühl. Ja, genauso wie deine Taktiken, Clemens. Ja, okay. Aber das ist ja gerade das. Das ist ja gerade das Überzeugende an meiner Taktik. Was ist eigentlich der Quadrat oder defensive Schildkröte, wenn er mich von vorne angreift? Defensive Schildkröte bringt gar nichts, oder? Doch, die schützt dich halt und die erhöht dein Kampfgewicht. Hab ne. Yo, ich werd hier gerade leicht overpowered. Das ist ein klein. Oh, er verschwendet seine Muni an Hastati. Ein Soki Hastati. Ich muss ihn dazu bringen, dass er denkt, er kann gegen mich gewinnen. Achtung, Römerkaff kommt zu dir rüber. Ja, ich weiß, aber mit deinen großen Kaffreserven habe ich keine Befürchtung. Ja, besonders weil mein Gen bei mir drüben steht. Ich rück noch ein bisschen vor. Hallo? Könnt ihr euch bitte zusammenziehen? Ihr habt Quadrat aktiviert? Creative Assembly, was soll dieser Scheiß jetzt gerade? Triaria? Quadrat? Was ist los? Themen, soll ich? Nee, passt nicht. Oh, Creative Assembly. Du, Clemens, tut mir leid, ich muss jetzt vorrücken. Ja, ist schon gut. Bin halt ein bisschen. Salve! Etium! Ja, Kommandant! Zu Befehl! Oh, Creative Assembly, was tun sie da? Kreative Assembly. Die Männer wanken. Männer wanken? Wo? Oh, so die. Die dürfen wanken. Wie ihr sagt! Creative Assembly. Kreative Assembly. Oh, der geht mit. Der möchte mir hinten in den Rücken reingehen. Oh shit. Ja, die Triaria-Linie ist nicht so geil, ne? Also. Meine? Ja, weil sie nicht in Quadrat gehen! Jetzt geht in Quadrat, ihr scheiß Triari! Wie ihr befehlt! Quadratformation! Alter! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Löst euch! Zurück! So schön auf den Gen des Gegners schießen. Na, ich glaube, ich muss ihn festpinnen mit einer Einheit.
Also die Pile machen halt nicht genug Schaden. Welche meinst du? Dass meine Triari das gewinnen könnten. Sind da ein scheiß Stamm, es geht, die haben nur 10 Mann verloren? Alter, Junge! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der will mir echt richtig ans Leder hier hinten mit seiner ganzen Kaff, Mann. Bin hier komplett. Ja, mir doch auch, Junge! Der kann seine Kaff halt hier voll gut durch die Lücken durchschieben. Wird der halt einfach overpowered, weil der Römer schickt halt seine Kavallerie gerade auch noch dorthin. Das ist das Problem. So, der Römer, der ist da. Ja. Und ich überrenne jetzt einfach. Also ich entlasse dich hier gerade ziemlich, Nils. Ja, tut mir leid. Ey, ich versuche schon mein Bestes, den Römer schnell fertig zu machen, okay? Die haben jetzt auch hier schon ihre Gen verloren, was denen auch noch heftigen Malus geben sollte. Die Karte, die läuft hier halt echt überall rum, wo sie gerade, wie sie gerade Lust hat. Ja. Der Typ bei mir ist gar nicht scheiße. Ja, ich schick dir mal meine Kaff rüber, um diese ganzen britanischen Steinschleuder zu ficken, okay? Ja. Machen. Nee, konzentrier dich auf dich selbst, ich verliere sowieso. Du musst dich auf dich selbst konzentrieren, okay? Alter, Mann, die scheiß Typen verlieren halt so schnell. Ey, der hat seine Kaff dort hinten komplett vergessen. Alter, die Triaria-Linie, die packt nix. 12 Kills! 17 Kills! 13 Kills! 19 Kills! Eure Befehle? Rex Tablo! Legio Parade! Verstückelt sie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Scheiß Triaria-Linie taugt nix! Die sind im Arsch. Oh Scheiße, die können mir richtig schön in die Seite feuern hier. Das ist ein schändlicher. Warte, ich muss da. Hat jemand noch Kavallerie-Reserven, ist die Frage. Ja. Ich hab welche. Ja, wir haben halt. Das Problem ist halt einfach, wir haben kein Dings. Wir haben den Dings gehabt. Wir haben einfach unsere kompakte Linie aufgelöst. Das ist das Problem. Deswegen können die mit ihrer überlegenen Kaff jetzt ja auch richtig Schaden machen gegen uns. Ja, das stimmt, wir haben. Zweimal Eik geschworen und ficken gerade mein Leben. Lauf doch schnell, Auxiliar-Kavallerie! Oh fuck, der Römer schickt ja seinen Kaff wieder zurück. Schnell Gen retten. Oh Alter, ich bin aus dem Spiel rausgetappt, so dumm, hey. Warum tappst du aus Versehen, Alter? Dieser Eik geschworen, ne? Ich kann halt nichts gegen machen. Ich habe keine Infanterie, die mithalten kann. Meine stärkste Infanterie sind Prinkaps und die sind tot. Eigentlich, ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ah, jetzt zieht er seinen General raus. Ja, ich verliere auch. Unser General wird angegriffen! Ja, mein erster Triari-Trupp ist weg. Ja, du spielst auch gegen Thylis, das ist halt auch irgendwie bisschen doof. Ja, das ist extrem doof, weil guck dir mal die Kills meiner Triari an. Ja, du brauchst. Und ich war in Linien und Flanken unterlegen. Ist ja scheiße, Alter. Oh, danke, Nils. Was denn? Ja, das,
ist hier hinten das nett. Ja, ich versuche mein Bestes, die noch irgendwie Unterstützung zu schicken. Oh nein, die ersten Männer packen. Alter! Meine Quadriarier. Alter, Junge, die Triarier-Linie. Alter, das ist halt eine Challenge, ne? Ja, ey, aber ich gewinn teilweise den Linienkampf schon mit meinen Triariern. Ich nicht, absolut gar nicht. Also ich mit meiner Taktik hab den Linienkampf gewonnen. Aber auch nur, weil ich den Römer irgendwie umrennen konnte. Ja, ich kann nicht überrennen. Bei mir kommt noch so viel rüber, die Stammeskrieger haben absolut gar nichts verloren. Ich hoffe mal, ich konnte dir damit gut helfen und dir einen entscheidenden Sieg dafür helfen. Ja, ich hab ich hab auch die römische Kaffee schon mal festgepinnt gehabt dann. Okay. Ich komm und helf dann, Chen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Danke. Das ist ein schändlicher. Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus bei dir, Nils. Ja, hab ich doch gesagt, ich gewinne das. Ja, aber bei mir kommt halt noch einiges, ne? Ja, das wäre doch sonst zu einfach. Versucht. Oh, Alter, da gibt's gerade einen Major Break. Alter, schau dich das an. Bei dem I10er, da flieht einiges gerade. Ja, das ist gut. Ramsey, versuch dich mal an der einen Flanke zu entlasten. Ja, danke. Beim Chen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Okay, ich hab noch 4 Triari. Ja, komm zu mir rüber. Komm so schnell es geht zu mir rüber, wenn du die gekillt hast, Nils. Gut, ich zieh schon mal die ersten Einheiten zu dir rüber. Ja. Oh fuck, da hinten sind noch Speerwaffe von mir. So, charge nochmal, Legatus. Ja, mein Chen lebt noch, ne? Ja. Ja, das ist gut. Aber zieh dein Gen so gut, sobald es geht raus. Da, Triari mit 41 Kills, Alter, gegen Stammeskrieger reißen die gar nichts. Komm schon, Leo Katis flieht. Ihr habt nur 153 Kills, das reicht doch. Und wechseln sie. Los, schnell rüberziehen. Gut, ich bin tot. Ich bin komplett tot, bis auf meinen Gen. Ja. Wir haben noch sehr viel Kaff, also ich hab noch einiges. Wir haben noch gute Int, wir haben noch die Triari von mir. Und ich hab noch eine Adlerkohorte, die Adlerkohorte. Ich hab noch eine Adlerkohorte und zwei Pretus, ich hab noch ein paar. Ja, lauf, Junge. Fast für ein Gen. Ich hab ihn schon Schaden gemacht, nur die Linie halt. Kannst du deinen Gen da rausholen? Ich kann meinen Gen da rausholen, ja. Mein Gen kommt. Oh, ist der, Alter, der I10er zieht seine Truppen raus. Das heißt, der verliert jetzt richtig viel. Ja, das reißt er nicht mehr. Clemens können wir retten. Achtung, ja, schaust du mit deinem Gen? Ja, pass auf, hinter dir ist gerade eine Infanterie reingecharged, Clemens. Pass auf, Nils, ja, bei dir ist Lehrkraft, glaube ich. Nils, pass auf, da ist der Gen, pass auf, deine Velites. Ja, ich will auch gerade drauf schießen. Ja, aber es ist halt... Leben noch alle drei Gens? Ja. Ja, ich nehme mal meine Beritten, ich nehme mal meine Dings. Oh fuck. So, und jetzt. Ja, wir müssen den Ikene jetzt aufreiben. Ja, den Ikene reiben wir damit auf, wenn der Gen tot ist. Das kriege ich jetzt hin, weil. Ich renn mal mit dem Chen auch die fliehenden Einheiten nicht reinschießen. Ich renn mal mit meinem Chen auch den fliehenden Einheiten nach. Also, ich habe noch voll viele Einheiten übrig. Alter, guckt euch mal meinen Chen an, was der an Kills hat. Feindliche General ist tot. General vor kurzem gefallen. Okay, ja. spar dir deine Muni. Da ist noch dieser scheiß Auxiliartrupp von dem anderen Römer. Alter, wir können das aber echt noch gut gewinnen, glaube ich. Wir können das gewinnen, ja. Guck gleich mal die Kills mein Chen an. Ey, Niski, du hast gut gespielt, aber du hattest halt wirklich einen richtig kranken. Ja, ich hatte halt Thylis, ne? Der hat nicht gut gespielt. Ich bin mit meinem Triari rein, hab Quadrat gemacht und hab die vollen Pila drauf geworfen. Oh Lord, der charge mein Chen. Kannst du ihn nicht. Ich hab mir jetzt. Der will den halt echt noch töten, gell? Ja, ich lauf nicht weg, ich bleib da. Auxiliarkavallerie gewinnt. Okay, ich muss rausziehen. Alter, was ist das, Mann? Der hat sich gerade wieder stabilisiert, der scheiß Auxiliarkav. Der wird ja absolut gefickt hier gerade. Der zieht den. Ja, das bringt nichts, Whisky. Du musst kämpfen. Nein, ich lauf wieder hinter deine Linie. Ja, okay. Mein Chen ist safe. Ist ja frei. Jemals.
Das nervt einfach nur, wenn jemand mit so wenig Truppen dich noch so nervt. Whisky, der kommt zu dir. Ah ne, ist hängen geblieben. Damon, du kannst ja, jetzt mit diesem Trupp hier einkerkern. Jetzt sind sie sowieso tot. Ja. Okay, also ich habe noch ein bisschen Munition bei meinen Leves. Und ich habe noch ein bisschen leichte Kavallerie. Was hat denn der da noch übrig? Ja, sehen wir, glaube ich, hier auch alles. Er hat noch fast eine ganze Linie. Die haben 6-mal Stammeskrieger mit fast 100 Mann jeweils immer. Dafür meine Triari haben halt. Einer hat 40 Kills gemacht, die anderen bis hin mit 20 Kills gestorben. Okay. So wie es aussieht, hat Nils, du hast mehr Nahkampf, mehr starke Infanterie. Das heißt, ich werde die Linie spielen und du gehst in die Flanken rein, oder? Würde ich jetzt mal empfehlen, oder? Ich würde höchstens halt noch als Midget meine Triari dann zur Verfügung stellen. Hm? Meine Triari würde ich dann halt zur Verfügung stellen. Ja, ja, das würde mich freuen. Warte, ich stell jetzt einfach mal die Linie auf, okay? Du tust da reinforcen mit deinen Triari, wo meine Triari-Linie schwach ist, okay? Jo. Alter, dass meine Triari das durchgehalten haben. Ich meine, die haben zuerst gegen Speer, gegen diese Veteranenspeere gekämpft und dann gegen die auserwählten Schwerter. Wow, das war wahrscheinlich der. Nein, das war nicht der Tyrus-Typ. Nee, ich meinte. Ach, ich könnte die Leves als Meat Shield aufstellen. Ja, Whisky, wie viel Kavallerie hat unser Gegner noch? Ja, der hat gar keine. Gar keine? Hat der Infanterie gespammt oder hast du sie getötet? Ja, er hat nur Infanterie gespammt, ja. Aber ich habe Kavallerie, ich habe zweimal Auxiliar-Kavallerie von dem Römer abbekommen. Der hat dann meine Kauf gefickt, deswegen konnte ich nicht seine Schützen abfahren. Nils, du musst deine Truppen eher so dicht tief aufstellen. Du musst nicht so breit aufgestellt sein, sonst wird der Charge noch effektiver von ihm. Warte, stell deine Truppe einfach genauso lang auf wie meine. Warte, ich stell mich auf, dann kannst du es sehen. Ja, warte, ich kann ja schon mal meine Truppen so ungefähr. Ich habe auch noch eine erste Kohorte, die gibt Moralbonus. Alter, die erste Kohorte hat bestimmt mir das Match gerettet hier. Die hat mir bestimmt den Arsch gerettet, weil die hat Moralbonus gegeben und die Prätorianische Garde hat auch Moralbonus gegeben. Okay, ich hab mit meinen Gen schon 140. Noch mal ein bisschen Werbung machen, vielleicht ein Onen. Also meine Cäsar-Fähigkeit habe ich schon benutzt. Okay, ich habe meine noch nicht benutzt. Okay, also warte. Ich habe jetzt noch zwei Leves mit Munition und drei anderen, die benutze ich als Meat Shields. So, also ich habe jetzt mal ein paar britische Truppen gesnackt für mich mit meinem Gen. Der hat jetzt 256 Kills. Und er hat einen Haufen Steinschleuder. Whisky, du musst die Steinschleuder killen, wenn du kannst. Whisky, du aimst für die Steinschleuder. Okay. So, das war jetzt der Römer. Ich habe jetzt noch zweimal Numidia, aber die sind ziemlich böse. Die jetzt ziemlich böse erwischt. Aber wir haben ja noch drei Legaten, oder? Ja. Nils, wie viel ist von deinem Legatus noch übrig? Das ist gut. 32 Mann. Bei mir sind 31, bei Whisky noch 21. Das heißt, wir haben 80 Kavallerie, also faktisch einen vollen Trupp schwere Kavallerie haben wir. Okay. Nein, fuck! Ach so, gut, perfekt. Whisky, immer Werbung machen. So, also ich würde dann sagen, wir rücken vor. Ja, Nils, dein. Ja, gut. Ja. Was ist mit meinem? Kannst du deine Triari nach hinten stellen? Die Triari nach hinten. Ja, genau. Kann ich denn. Nee, schon mal ein bisschen offensiv. Ich sag, Clemens, deine Truppen sind doch stärker. Du hast mehr Männer als ich. Ich wollte ja meine Truppen als Midget ja hinstellen, damit. Nun ja. Ich gebe jetzt für jede Flanke eine Moral-Push-Einheit. Ich hab warte, du hast ja auch eine Adler-Kohorte. Adler und Preto. Ja, er hat Moral-Push. Entschuldigung, tut mir leid. Du musst mal lernen zuzuhören. Alter, ich weiß. Es tut mir leid. Ja. Ich kann mich nur entschuldigen, was soll ich. Mein Chen alleine wird es aber nicht packen, ne? Der hat schon ordentlich Hitpoints, wenn er sich die Kills anguckt. Ja. Ja, wir sollten unsere Gens sowieso nicht irgendwo reinjagen. Ich hab ja noch numidische Reiter. Ja. Der Römer hatte zwar auch noch einen Legaten, aber. Ja. Den hab ich auch gekillt.
185 Subs. So, vorrücken? Ja. Hast du noch Munition? Jetzt tut mir leid, wenn ich nochmal fragen muss. Nur mit drei Einheiten. Aber okay. Die ist auch. Wobei, mit zwei Einheiten habe ich noch jeweils 42 und 46. Und eine hat noch 8. Okay, also rücken wir mal bis. Oder wir laufen mal. Weil das Blöde ist halt, seine Truppen erholen sich, während unsere. Naja. Also ich gehe jetzt mal bis dorthin einfach ein bisschen. Oder warte, ja, laufen ist besser. Laufen ist Alter, besser. Leute, wie man da so eine Linie sieht. Ja. Seht euch mal das bei mir an, Alter. Bei mir war das richtige Chaos. Mach ich. Und da liegen nur Triari am Boden. Ach so. Alter, bei Nils einfach so eine schön gerade Linie, weißt du? Ja, bei mir ist irgendwie so chaotisch und bei Nils so eine schön gerade Kampflinie, weißt du? Ja, ach, fuck, ich muss noch meine Grafikeinstellung deshalb umstellen, stimmt ja. Wir schauen uns jetzt halt mal ein paar Trupps an, die ziemlich schlecht, ziemlich am Arsch sind. Ja, Clemens, ich bin meine Triari. Der hat auch einen YouTube-Channel, ich glaube, der macht auch ROM 2. Was? Nils, Whisky, pass auf mit deinem Ding. Ja, der kann mich nicht wegsnappen, der kann ich kaufen. Wir haben den Kaff-Vorteil auf unserer Seite. Also er hat noch jedenfalls Munition mit. Er hat noch Muni mit den Steinschleudern, ja. Aber er hat eigentlich das ganze Match so ziemlich durchgeschossen. Ich weiß also, er hat nicht mehr so viel Muni. Das Problem ist halt, er könnte das Mid-Shield zusammenschießen. Ja. Okay, er baut die Box. Herr Julian hat sich heute Dings gebaut. Sich heute Dings geholt. Warte da. Ja. Hab's gesehen. Coole Sache. Oh, wieso renne ich immer, wenn. Ach Gott im Himmel. Wir haben 3 Gens und ich glaube alle 3 sind Stratege, oder? Nein. Clemens, tanzt mal wieder aus der Meta. Ja, aber das hat's übelst gebracht, weißt du, der hätte meine rechte Flanke komplett überrollt, weil ich den Cäsar hingesetzt habe. Mit der Loyalität der Zehnten hat die gehalten, bis ich bei der anderen Flanke gewinnen konnte. Das war. Also. Normalerweise nehme ich auch lieber den Strategen, ja, du hast recht, aber bei der Schlacht war der Cäsar der richtige General. Er hat die Box gebaut. Oh nee. Umkreise mit der Inf, komm. Soll ich? Boah, ey, der baut einfach eine Box, Junge. Kann noch gut das Töten von. Ja, ey, aber eigentlich ist es ziemlich dämlich, wenn er die Box baut. Weil. Ja, du kannst ihn jetzt einfach umkreisen. Kriegt er keinen Charge-Bonus, das macht ihn auf jeden Fall deutlich schwächer und er kann seine Schützen fast nicht. Er kann seine Schützen eigentlich nicht verteidigen, er verteidigt gerade nur seinen Chen. Warte mal. Weißt du jetzt bloß nicht, wie ich das machen soll, der schießt jetzt halt vielleicht. Kannst du die Hastati mal so in Spaghetti-Formation noch als erstes nach vorne schicken? So einen frischen Hastati-Trupp oder so einen. Inwiefern? So einen frischen Hastati-Trupp, weil er noch einen frischen Hastati-Trupp hat. Ich hab. 125, 145. Ja, schick mal die Astati-Spaghetti-Formation nach vorne, dann fangen die das Feuer an. Sonst schießen sie noch auf irgendwas Wichtiges, auf unsere Dings. Schick mal, bleib mal stehen und schick mal bloß die Astati nach vorne. Dann schicke ich nämlich die numidische Reiterei und die soll dann von der Seite kommen. Die kommt dann von der Seite. Ja. Warte, wir können ihren Gen töten. Wir versuchen den Gen zu töten. Und er schießt. Ja. Pass auf, das sind aber noch irgendwo Eikeschworene reingemischt, ne? Ja. Das ist ein Eikeschworener Trupp, blau markiert. Ja. Schieß nicht auf die. Ah ja. Die stehen zur Seite, die könnt ihr auch abwerfen. Die Eikeschworenen. Ja, das hätte ich eh gemacht. Deshalb wollte ich jetzt einmal den Schützen dort fokussieren wollen. Ich stelle mich lieber erstmal in die Schildkröte. Und ich könnte hineinschießen. Er versucht halt nicht seine Schützen zu dürfen, ne? Ja. Und schaut jetzt auf die schönen Eidgeschworenen. Oh ja.
hätte die Eidgeschworenen nicht gehabt, ne? General schießen. Ah, du schießt ihm in die Seite, Nils. Ja, die Eidgeschworenen. Das habe ich ihm gepinkt. Alter, Nils. Ich hätte eh doch reingeschossen, weil... Nein, nein, das habe ich dir gepinkt. Das ist alles mein Verdienst. Alles mein Verdienst. Ja, komm, lass ihn jetzt... Komm, Wieski hat gerade verloren. Lass ihm sein letztes bisschen Ehre. Ja, bitte. Nils. Nee. Ah, meine numidische Söldnerkaffee ist jetzt aber auch hinüber. Ich glaube, das wird jetzt bald nur noch in Infantik. Die sind sogar ein Schild, weil die heben nicht mal ihre Schilde, ne? Ja, ich weiß. Ich habe auch noch ein paar, Pilas. Warte, ich hol mir die Schützen. Meine! Attacke! Ja, du müsstest mal rennen. Gut, meine Kaffee ist hinüber. Auch Nils, du wirfst die Pila in die Dings rein. Mach mal das automatisch vorhin aus, Nils. Ja, die haben eh keins. Die haben eh nichts mehr. Oder von welchen meinst du jetzt so? Die hier. Die haben jetzt Pilas auf meine. Nein, hör auf, mit den Hassadi-Truppen Pila zu werfen! Nicht in meinen Schatten! Alter, ich pass doch schon auf, du Idiot! Oh, geht's. Okay. Mein Chen muss über 300. Ja, er ist über 300 Kills. Der Legatus, Alter, der hat gerissen. Ich greif schon mal an. Es sind immer noch sehr viele Triari am Leben. Attacke! Möge der Triarier Gott uns segnen. Gib ein Triarier. Dass wir so glorreich gewonnen haben. Wir? Ja. Ja, wir! Ich bin der Kaiser! Ja, gut, der Kaiser kriegt wieder den Triumphzug, obwohl er einfach nur verkackt hat, aber egal. Ja, genau, ich hab total verkackt, bin aber trotzdem der dem das Zug, dem das zugeschickt wird. Auf dem Triumphbogen steht mein Name. Oh, der Rücken ist ganz schön. Ja, warte. Ja gut, du kannst den Rücken schon angreifen. Ich schieß dann halt den General hinten rein. Lewe ist denn einfach so praktisch, Mann. So kosteneffektiv manchmal, diese Lewes. Jo. Ja, sein Gen aber auch nicht andersrum herum hinstellt, oder? Alter, unser Moralpush, drück mal Leertaste. Ja. Davon sind so drei Einheiten von mir. Ja, warte, da kommt noch meine erste Kohorte, Whisky. Warte, wir brauchen hier noch Support, die Flanke. Fuck. Ja, wir müssen nicht alle Flanken klemmen. Gut, wir können eigentlich schon alle Flanken gleich sicher. Ja, eben. Es muss ja nicht danach aussehen, als würde ich dort angreifen. Dementsprechend kann ich die dort einfach nicht so hinstellen. Er hat eigentlich keine Eidgeschworene mehr, er hat nur noch sein General als Eidgeschworene. Das ist die einzige Einheit, die ihm noch Moralpush bringt. Nein, nein, doch, er hat noch Eidgeschworene. Ja, in der Mitte. Ja. Oder? Nein, nein! Ja. Ah, hier, jetzt sehe ich sie auch, ja. Herr Whisky macht einfach so einen Strich. Könnte einfach einen Punkt machen, macht er. Da aber ist aber ein fetter Punkt mit drin. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ja. Arschloch. Gut, ich hab den Punkt gesehen, Whisky. Bist du jetzt glücklich? Warte mal, ich hab eine Idee. Warte. Wenn das funktioniert, dann bin ich tatsächlich der Kaiser. Dick, lass mich das lieber machen. Ich kann mir. Attacke! Ja! Lauf, Kaiser, lauf! Zack! Ja, Whisky passt immer auf sein Leben auf. Boah, die Prätorianer am Trend. Nein, komm, nein, au! Mein Chat ist tot! Wurde der jetzt von. Kavallerie-Gegentaktik. Nils, du hast den Kaiser getötet. Nö, ich nicht. Attacke! Ja gut, da bin ich jetzt Kaiser, oder? Weil Whisky tot ist. Nein, nein, ich bin nicht tot, ich bin nur verletzt. Zu unseren Gunsten. Nur verletzt. Ja, ist nur eine Fleischwunde. Ja. Das wächst wieder zusammen. Das ist wie so in dieser in der Kaiser-Augustus-Kampagne. Stirbt der Fraktionsleiter. Ist eigentlich nur verletzt worden, auch wenn er 3000 Speere durch den Kopf bekommen hat. Ja. Ey, ich hab meine Prätorianer immer noch nicht reingeschickt. So. Die stehen einfach noch draußen rum und denken sich so, ja, das müssen wir nicht, da müssen wir nicht helfen. Also, ich find mein prätorianischer Garde dort im Zentrum richtig schön. Also, ich find's witzig, wie mein Legatus mit 3 Mann noch weiterkämpft. Nils, wir haben sich eigentlich deine Triade. Nein, sie sind geflohen. Das ist ein schändlicher. Aber ich hab's dazu gebracht, dass seine ganze Linie bricht. Ja, wie es geht. Mit meinem Legatus mit 368 Kills. Oh. Dieser Legatus ist ein bisschen ausgerastet. Ich nenne das Replay dummes Thylis. Ja. OP Thylis.
Ja, ich hab hier die meisten Kills. Also, ja, guckt euch mal meine Triari an, Alter. Oh Gott. Alter, schau mal bei mir die Pretos an. Oh, warte mal, halt. Meine haben 40 Kills weniger, verdammt nochmal. Ja, guckt euch mal meine Triari an. Die muss gegen Stammeskrieger kämpfen, ja. Ja gut, die haben richtig die Kills gemacht. Ja, richtig. Weißt du, und einer davon kostet dann auch noch 790. Da hätte ich auch wie Giles hinstellen können, ganz ehrlich. Ja. Schau mal bei mir die Triari-Kills an. Der eine hat fast 100. Da werden Triari eigentlich nur noch zu einem besseren Meat-Shield, oder? Oh, Clemens, du hast sogar Triari mit 100 Kills. Ja, ich krieg eine Triari. Zwei Stück sogar. Nein, drei Stück und nein! Ja, und du Skirmkaff mit 208 Kills. Alter, mein Chen, Alter, der hat alles geschlagen. Guck ihn dir an. Nein, ich hatte den zweitbesten Gen von uns. Ja, ich hab aber meiner hat Auto fast so 400 Kills gekämpft. Gemacht, Alter. Ich hab gegen den Japaner gekämpft. Wow. 32 Kills mehr. Nein, und der gegnerische Römer, Chen, der hat halt gar nichts gerissen. Okay. Ich glaube, sein Micro war halt auch ein bisschen am Arsch, weil er dauernd seine Kaff bei mir drüben hatte. Also, er hat zweimal Kaff, er hat ja nicht die ganze Kaff rübergeschickt, bei dir hat er auch welche, gell, Nils? Bei mir hat er auch welche. Nee, bei mir hat er die Kaff eigentlich kaum hingeschickt, nur... Bei mir hat er die Kavallerie. Nur als der Römer kurz tot war, hat er seinen Kaff mal zu sich gezogen. Ja, eben. Die Römers Kavallerie, die zweimal Auxiliar-Kavallerie, hatte er ja bei mir. Ja. Gegen die mussten meine zweimal Auxiliar-Kaff kämpfen. Haben aber verloren. Und Clemens hat die anderen beiden abbekommen. Ja, aber war nicht schlimm. Die haben richtig scheiße gespielt. Die haben so lange gewartet, bis sie da irgendwo reingegangen sind. Und dann habe ich drei Jahre reingeschickt. Ja. Ja, war ein witziges Match. Ja. Also... Und die Moral der Geschichte, Triarier sind toll. Keine Linieninfanterie. Außer du heißt Whisky und spielst gegen Thylis, dann sind sie nicht toll. Ja, genau. Nie gegen Thylis spielen. Ja. Ja, und damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.